Die gute Nachricht, die lautet, die Preise für Mieten, die sind im vergangenen Jahr günstiger geworden. Die schlechte Nachricht, das ist eigentlich die einzige große Vergünstigung, die es zum Teil gegeben hat. Fast überall sonst gibt es eine wahre Preisexplosion. Die Inflation, die ist so hoch wie zuletzt seit 1984. Damals waren es 6% im August des Jahres 1984. Momentan halten wir bei unglaublichen 5,9%. Und das macht sich überall bemerkbar. Am meisten beim Gas, da haben wir Preissteigerungen mit bis zu 70%, aber auch beim tagtäglichen Einkauf muss man doch deutlich mehr bezahlen als noch im Vorjahr. Butter ein Plus von 22%, Milch ein Plus von fast 15%, Schokolade kostet mehr, Obst kostet mehr und das ist eigentlich überall zu sehen. Bemerkbar macht sich die Teuerung aber nicht nur beim täglichen Kauf, sondern auch bei den Spritpreisen, die sehr regelrecht explodieren. Zuletzt, wir hatten schon Preise über 2 Euro. Momentan hat es sich ein bisschen wieder eingependelt, aber ob es Besserung geben wird, ist noch unklar. Am Mittwoch soll es dann wieder einen großen Gipfel geben, wo man über Teuerungen spricht. Bei den Spritpreisen könnte, so Finanzminister Brunner, hier schon bald Besserung erfolgen und dann werden die Autos auch wieder verstärkt fahren.